Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Breach Wanderers. Dann gehen wir jetzt endlich mal hier die Elite-Gegner auf der linken Seite an. Sollten jetzt, ja, ich sag jetzt nicht, sie sollten kein Problem sein, weil die Sache hier mit den Werkzeugen ist immer noch so ein bisschen dubios, was den Zufallsfaktor betrifft. So, was haben wir hier? Du bist plated. Okay, Schaden ist reduziert. Und Status ist reduziert. Du willst direkt Damage machen. Okay, Mana Font haben wir hier direkt schon mal auf der Hand. Mal gucken. So, ich muss jetzt erstmal wieder schauen, wie war das denn nochmal? Nach einem Skill. Du bist ein Skill. Vor allen Dingen bei ihr ist zum Beispiel diese Schatzjagd sehr viel besser, weil dann kann man halt mit diesen Mana-Karten dann profitieren. Passt bei ihr auf jeden Fall meiner Meinung nach sehr viel besser rein. So, zumindest was die Karten angeht, die ich bisher so gesehen habe. Okay, da haben wir das. Damit können wir Tools erstellen. Ich spiele jetzt einfach schon mal hier die Mana-Karte. Dann machen wir das einmal so. Und genau. Nee, das war das nicht. Nach einem Strike spielen. Ich habe jetzt... Ich könnte vielleicht noch mal so eine Strike-Karte gebrauchen. Wir klatschen dich erstmal mit allen möglichen Debuffs voll und dann ganz am Ende spielen wir mal Investigate. Das ist auch schon mal ganz nett soweit. Wir haben jetzt nicht mehr so viel... Frage ist jetzt, gehe ich in die Offensive oder hole ich mir zusätzlich Shield? Wobei er will sich buffen. Wir müssen halt auch sein Shield da wegbekommen. Ich kann natürlich jetzt hier die Angriffskarten spielen. Das werde ich sogar machen, glaube ich. Haben wir hier leider nicht mehr so viel. Poison ist auf jeden Fall auch ganz nett. Dann machen wir das erstmal so. Und ich nehme jetzt hier den Schaden in Kauf. Können wir alles noch mit Shield abwehren. Bloß jetzt müsste ich vielleicht mal gucken, dass wir den Schaden dann abwehren, wenn wir das denn schaffen. Gut, das haben wir als erstes mal raus. Dann hier einmal bitte so ein Schatz, einmal Fokus, einmal Mana Shield. Jetzt haben wir hier noch so ein paar Skills. Dann Tool, das ist auch wieder Card Draw. Man zieht halt, man kann mit ihr hier echt eine Menge Karten ziehen. Da muss man immer aufpassen, dass die Hand da nicht auf einmal zu voll ist. So, Mana Shield. Wir brauchen erstmal wieder ein bisschen Mana. Hier hätten wir nochmal Bleed. Die Karte ist jetzt teurer. Hier hätten wir noch mehr Bleed. Dann hauen wir da doch einfach alles mal drauf. Hiermit können wir uns nochmal selbst einen Buff geben. So viel Plunder. Ja gut, das hätte ich, glaube ich, zuerst dann wieder spielen sollen. Zwei Karten ziehen, zwei Tools erstellen, machen wir das mal so. Und können wir den schon direkt so erledigen? Das ist natürlich auch ein sehr interessantes System, wie man dann da Schaden macht. Unarmed Combat. Dann hätten wir noch einen Strike. Das wäre doch mal ganz nett. Arms Race. Ja, gut. Zwei Mana. Wir ziehen Strike. Wenn wir vorher einen Strike gespielt haben, weiß ich nicht. Mighty und 6x3 Damage, das ist natürlich auch schon ordentlich.
Wobei, ich glaube, ja gut, wir hätten hier Unarmed Combat, kostet nur 2, Crushing Strike kostet dann schon 3, aber wir bekommen dann auch noch Mighty obendrauf. Ich glaube, ich nehme mal die Karte. Und jetzt ist die Frage, was können wir denn hier noch rauswerfen? Ich glaube, will ich das denn, ist die große Frage. Wir haben jetzt auch schon wieder so viele Karten. Ich könnte es natürlich auch lassen, aber ich, ja, wir haben hier so viele Mana-Karten. Ich würde fast sagen, das hier möchte ich rauswerfen. Weil die gibt letztendlich nur 2 Mana und 4 Shield. Und Shield, 4 Shield ist halt, kann man genauso gut auch drauf verzichten, meiner Meinung nach. Gut, die haben beide nur, ach, das sind diese Warbots wieder, genau. Die haben beide nur 40 Lebenspunkte. Also wenn wir ein bisschen eine Combo hinbekommen, dann sollte das halt auch nicht so das Problem sein. Die Frage ist jetzt nur, womit fangen wir denn mal an? Ich glaube, wir fangen einfach mal hiermit an. Dann können wir die schon mal verfluchen. Dann hätten wir hier, toll, könnte ich spielen, aber ich mache das jetzt mal anders. Ich hätte erst, ja, ziehen sollen und dann die spielen. Das wäre, glaube ich, noch besser gewesen. Das ist auch schon mal ganz nett. Das ist auch ganz nett. Und dann können wir auf jeden Fall, Investigate ist ja schön und gut, aber das kostet dann einfach zu viel Mana. Und ich versuche jetzt einfach mal hier ein bisschen Schaden zu machen. Den Rest sparen wir uns für den Moment. Jetzt würde ich dich zumindest gern schon mal rausnehmen, wenn das denn möglich wäre. Tja, also auf jeden Fall, will ich dir den Bleed geben, ist halt die große Frage. Eher nicht, aber auf der anderen Seite, ich mache das jetzt trotzdem erstmal so. So, dann hätten wir hier noch kein Mana. Dann spielen wir mal Shielded Strike. Das reicht jetzt leider noch nicht ganz. Dann haben wir noch 2. Dann können wir Shield Generator spielen. Dann haben wir kein Mana mehr. Dann einmal Fokus wieder. Dann haben wir wieder 4 Mana. Und dann Mana Font. Ja, ist schön und gut. Wir können auch noch mal gucken, was wir hier so kriegen. Noch mehr Mana. Die kopieren wir dann mal. Und jetzt haben wir 9 Mana. Das heißt, dann können wir jetzt hier alles nochmal raushauen. Oder ich könnte mich auch nochmal buffen. Aber so viel hast du jetzt halt nicht mehr. Und wir können dich direkt raushauen. Also sie ist ja wirklich super stark am Anfang. Fokus, Growth. Oder Impale. Corrupt. Die Debuffs werden verstärkt. Das wäre natürlich auch nochmal. Das würde halt bei ihr auch schon echt gut passen. Fokus will ich jetzt nicht unbedingt. Das hier wäre noch ganz nett vielleicht. Hiermit können wir natürlich dann auch eine Menge Mana mit der Zeit generieren und das kommt ihr, glaube ich, schon ganz gut entgegen. Vor allen Dingen mit dem Card Draw. Das ist jetzt halt die Frage. Ich glaube, ich nehme, jetzt am Anfang brauchen wir gar nicht so viel Damage. Wir können eine Karte, ja, das war das hier mit 2-2 dann. Okay. Was hätten wir denn hier? 6. Und 3 Mana kriegen wir. Das klingt natürlich super. Wie ist das denn hier mit Bleed? 3 Bleed wäre natürlich auch ganz nett.
das hier sind dann einfach mehr Tools und mehr Schaden. Das ist aber auch schon ordentlich, ne? Also 4x2 und 3 Tools für ein Mana, das ist aber schon... Das rechnet sich schon. So, was denn? Ich glaube, ja, so direkt viel Schaden haben wir nicht. Ich glaube, dann deswegen werte ich mal direkt hier die Sache mit Bleed auf. Das ist im Prinzip momentan so unsere Damage-Karte. Gut, und wir machen mal weiter hier. Jetzt hauen wir dich eben nochmal weg. Und wir haben hier direkt am Anfang schon Bleed. Das ist ja schon mal ganz nett. Mindseed passt auch schon mal für den Moment ganz gut. Nach einem Skill haben wir jetzt leider nicht. Deswegen machen wir das erstmal so. Und mache dich mal verwundbar, dann spielen wir das. Noch eine Giftbombe hinterher. Es sind zwar jedes Mal nur 3 Damage, aber wenn ich mal eben so 10 Karten am Stück spiele, da kommt schon was zusammen. Deswegen, diese Strike-Karten sind zum Teil auch ganz nett, wenn die davon profitieren, von diesen Debuffs, in mehrfacher Hinsicht. Aber generell das Stärkste ist wirklich ständig irgendwelche Karten zu spielen, die keine Mana-Karten sind und dadurch dann den Schaden zu machen. Ja gut, das können wir auf jeden Fall mal so machen. Dann haben wir hier... Einmal Fokus. So, was haben wir denn hier? Curse. Damit können wir wieder eine Karte kopieren. Nach einem Skill. Wir haben jetzt hier keinen Skill. Du würdest mir auch direkt dann schon Schaden machen. Machen wir das erstmal so. Lauter Krempel. Das ist so. Das ist so super. Also wie die sich spielt. Aber ich hatte das letzte Mal auch schon gesagt und vorhin nochmal diese Sache mit dem... Diese Karten bekommt man dann ja auch... Wie das genau ist, diesem Werkzeugpool da funktioniert, weiß ich nicht. Die Karten sind eigentlich alle relativ stark. Aber das ist halt wieder... Das ist halt Zufallsfaktor, ne? Deswegen, kann ich das gerade jetzt auf späteren Ebenen einschätzen, wie stark das dann, wie gut das dann noch alles funktioniert, ist halt die große Frage. Und vor allen Dingen, was man hier noch alles für sie dann für Karten freischalten kann. Deswegen bin ich halt echt vorsichtig, da irgendwas zu prognostizieren, weil ich das absolut noch nicht einschätzen kann auf lange Sicht. Mighty und Tough. Und wir heilen uns sogar um 3. Arms Race. Mehr Mana braucht man nicht. Ich glaube, das hier ist gerade schon wieder mit noch mehr Mighty und Tough bekommen wir dann noch oben drauf. Ist eine billige Karte. Ich glaube, bei ihr ist das halt dann auch sehr gut, wenn man dann mit Bleed arbeitet oder generell mit welcher Klasse, dass man billige Karten hat, um möglichst viel dann davon spielen zu können. Poison applied plus 3. Ab und zu haben wir ja Poison. Strike Damage plus 3, Purity applied to enemies by strikes plus 1. Purity applied to enemies by strikes. Sowas habe ich ja mal überhaupt nicht. Ich glaube... Das ist halt echt die Frage. Ich glaube, ich gehe hier mit Poison. Und wir haben jetzt schon wieder so viele Karten. Da habe ich ein bisschen Problem bei ihr damit, weil das sind zwar alles auch ganz nette Karten, aber die sind halt auch alle so günstig und machen nicht wirklich viel. Was man mit ihr halt überhaupt nicht braucht, ist Card Draw, weil man zieht sowieso ständig irgendwas. Und hier jetzt nochmal was zu entfernen, ja... Fokus könnte ich auf jeden Fall noch mit drin lassen. Ich glaube, ich lasse das. Ich entferne da jetzt mal nichts.
dann sind wir ja auch schon nicht mehr allzu weit vom Boss entfernt. Das sind jetzt 4. Nach einem Skill, was haben wir denn hier? Das ist ein Strike, das ist ein Tool, das ist ein Skill. Damit können wir uns jetzt nicht heilen. Aber wir können das mal so machen. Dann kriegen wir auf jeden Fall hier schon mal ein Tool. Oh, alle Gegner gehen Reflect. Was ist denn Reflect genau? Wir werfen quasi ein bisschen Schaden zurück. 8 Frost an alle Gegner. Das ist natürlich dann so eine Sache als Tool. 8 Frost sind schön und gut. Aber ansonsten kann ich damit nicht allzu viel anfangen. Deswegen ist das halt jetzt hier so eine Sache. Gut, wir machen das jetzt erstmal so. Wir spielen jetzt einfach mal, was soll's. Dann einmal Fokus. Und hier können wir uns nochmal mit buffen. Dann haben wir jetzt immerhin ein bisschen Shield und die machen kaum noch Schaden. Da sind wir wieder beim Thema Zufallsfaktor. Frost schön und gut, auch an allen Gegnern 8 Frost, aber ich habe sonst nichts mit Frost, also werde ich das wahrscheinlich, wenn ich nicht nochmal dieselbe Karte irgendwie bekomme, damit nichts anfangen können. Bleed wäre natürlich jetzt schon echt super, aber nicht am ersten Gegner. Eine Feuerbombe haben wir hier jetzt auch noch. Ich müsste eigentlich wirklich Bleed zuerst spielen, aber ich kann dich leider so jetzt nicht ausschalten direkt, wobei ich kann dich doch ausschalten. Damit. Wunderbar, dann können wir jetzt nämlich mal hier das nehmen mit Bleed und dann müssen wir mal schauen. So, einmal Mindseed. Das bringt's gerade alles nicht so wirklich. Dann haben wir hier noch die Feuerbombe. Alle am Brennen. Gut, das hier war Mighty, hätte ich dann auch zuerst spielen müssen, sollen, dürfen, können. Das ist echt, für mich ist das hier in gewisser Weise die schlimmste Klasse, weil das alles zu bedenken, was, wie, wann man spielt und das in einem Let's Play, das ist halt echt, für mich ist das echt übel, weil ich übersehe schon öfter so mal Sachen und jetzt mit ihr, wo man wirklich ganz genau drauf achten muss im Prinzip. So, damit könnten wir was kopieren. Damit können wir uns wieder Schätze holen. Machen wir das erstmal so wieder. Was kriegen wir denn jetzt hier? Verwundbar. Ist schon mal ganz okay. Mighty und Tough. Jawohl, als Skill ist auch super. 10x3 Damage. Das ist halt so super mit Mighty dann. Ja, ne, dann können wir dich halt im Prinzip direkt weghauen. Und was machen wir denn mit dir? Ich könnte jetzt, ich glaube, ich spiele dann lieber hier Tools. Da muss man sich halt auch mal entscheiden, ob man dann Skill spielen will oder einen Angriff oder dann Tools. Wobei die Tools sind dann halt auch wieder kostenlos. Und durch Tools kann man dann halt auch wieder hier Mana bekommen. So, Poison. Dann machen wir das Ganze nochmal. Einmal bitte verfluchen. Das mit diesem Kopieren ist gerade auch nicht so wichtig. Das behalten wir erstmal. Und ist sowieso schon tot durch die ganzen Debuffs. Investigate. Brauchen wir nicht. Wir machen eigentlich... Wir erstellen genug Tools. Spirit Swarm passt da jetzt auch nicht so rein. Aber Lacerating Strike. Hier nochmal Bleed. Die Karte dann auch nochmal aufwerten. Also im Prinzip, wenn man Strikes dann nimmt, dann irgendwas mit Bleed. So.
So, damit kann man auf jeden Fall immer direkt am Anfang starten. Poison hätten wir hier. Naja, in dem Fall wäre es jetzt besser gewesen, erstmal auf 0 Mana zu kommen. Das macht so viel Schaden, das ist der Wahnsinn. Da nochmal Buff, noch ein Buff. Und durch diese Debuffs kann man dann ja auch noch den gegnerischen Schaden echt so massiv reduzieren. Ist natürlich die Frage, wie das dann auf den anderen Ebenen später funktioniert und wenn man dann quasi alle Karten für sie freigeschaltet hat, was es da noch so für Möglichkeiten gibt. So, hier hätten wir auf jeden Fall nochmal Bleed. Oder ich mache das direkt anders. Wir können das mal so machen. Dann mal Poison. Dann hauen wir dich direkt weg. Dann haben wir hier nochmal Poison. Und ich hätte wieder das hier zuerst spielen sollen. Also sie zieht hier quasi das komplette Register, mal abgesehen von den Statuseffekten, aber sonst macht sie eigentlich alles. Oh, das sind jetzt schon wieder viele Karten, diese Draw-Karten, das ist jetzt eigentlich eher nicht so wichtig. Nehmen wir mal Shielded Strike, dann bist du nämlich schon mal raus. Und wir haben da noch ein bisschen Shield bekommen. Wie machen wir das denn jetzt? So, ach verdammt, ich hätte dann wieder das zuerst. Oder es geht auch so. Ja gut. Nochmal Poison, 16 Poison jetzt drauf. Noch mehr Poison, alles klar, das ist sowieso hier. Dann noch Schock hinterher und das war's. Mind Shield brauchen wir nicht. Arms Race. Ja, nee. Ja, das sind jetzt alles nicht so tolle Karten irgendwie. Das hier ist halt wieder eine Mana-Karte. Schock ist halt zu wenig. Das hier ist ein Skill, gibt uns Shield, dann nehme ich erstmal das mit. Und ja, das ist halt mit ihr so, es sieht halt so problemlos aus mit ihr. Aber das kann halt nach, je weit man dann gekommen ist, schon sehr unterschiedlich sein. Wir haben jetzt hier keinen Skill, deswegen spiele ich erstmal die Karte. Gut, dann haben wir hier mal wieder Gift, Mana, nach einem Strike, ja gut, dann machen wir das erstmal so, dann kriegen wir Shield, dann können wir das spielen, dann können wir noch eine Karte aufwerten, hier Crushing Strike. Können wir leider nicht alle spielen. Schade, die hätte ich auf jeden Fall dann auch noch gern gespielt, aber das muss jetzt so erstmal reichen. Ich habe ein gespaltenes Verhältnis bei ihr, aber ich bin auf der einen Seite wirklich sehr begeistert, weil die macht echt Laune. Aber ich sag's jetzt nochmal, die Sache mit dem Zufallsfaktor, was man dann für Tools bekommt und so, kann ich halt nicht so wirklich einschätzen. So, dann machen wir das mal so. Dann kriegen wir hier noch mehr Mana. Ambushed, ja, genau. Und dann haben wir wieder Frost.
Taffen, jawohl. Mindseed. Shield. Gut, ziehen wir mal eine Karte. Dann haben wir hier noch Hobbel. Behalten wir das Mana jetzt. So viele Buffs und Debuffs, das ist halt der absolute Knaller. Okay, dann. Das hier ist ein Skill, das ist schon mal ganz recht praktisch. Dann gucken wir mal. Das ist wieder Frost. Das ist jetzt blöd hier. Mit Bleed. Wir können das natürlich so machen, dann spiele ich das nur einmal, aber das wird wahrscheinlich... Toll, ich habe jetzt hier zweimal Frost. Damit könnte ich die jetzt einfrieren und würde dann drei Schaden verhindern. Aber auf der anderen Seite, ich glaube... Nee, dann machen wir das so. Könnte ich jetzt immer noch spielen. Da waren es noch drei. Die wollen jetzt alle nicht angreifen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr nett von denen. Gut, was haben wir denn jetzt hier? Das brauche ich jetzt nicht unbedingt so. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht spielen. 6x4, das ist halt schon nicht schlecht. Aber ich kann jetzt hier gerade ehrlich gesagt nicht so viel machen. Das habe ich jetzt einfach nur gespielt, damit ich dann das hier spielen kann. Dann kriege ich noch Mana extra raus. Und den Rest können wir auch erstmal so lassen. Gerade gerät das alles so ein bisschen in Stocken. Für den Moment, aber mal schauen. Nach einem Strike. Ich habe hier einen Strike. Ambushed, plated, jawoll. Hobbel. Nochmal plated. Nach einem Skill. Du bist ein Skill. Dann machen wir das mal so rum. Das hier ist schon ganz nett, aber schauen wir mal, was wir da noch kriegen können. Jupp, das ist auch ganz nett. Dann können wir das jetzt auf jeden Fall so erstmal machen. Du bist tot. Und bei dir hier sollte das auch nicht allzu lange dauern. Upgraden möchte ich da jetzt ehrlich gesagt nichts. Das reicht leider nicht ganz. Doch, reicht doch. Ja, die Karte macht halt auch so unglaublich viel Schaden. Gut, damit hätten wir hier die erste Ebene geschafft. Und Level 2 erreicht. Ja, können jetzt Starterdeck umbauen, wenn wir wollen, aber will ich nicht. Upgrade all Tool Cards in your hand. Okay. Ist natürlich, ja, situationsbedingt, je nachdem, was man da gerade auf der Hand hat. Kann das ziemlich super sein. Ansonsten läuft das halt ins Leere, aber man muss hier halt auch nicht spielen. Brilliant Idea. Ein Witz verlieren. Wenn das passiert, können wir eine Karte für im Kampf, in dem einen Kampf upgraden. Sie hat auch irgendwie so ein paar Sachen, mit denen sie dann Karten in dem jeweiligen Kampf upgraden kann. Okay, gut, gut.
Dann würde ich vielleicht sagen, nächstes Mal nehme ich sie dann nochmal. Und dann gucken wir mal, wie das dann auch auf der zweiten Ebene läuft. Ich hoffe, ich gucke mal gerade. Ja, das hier ist alles. Ausweichen haben wir noch nicht. Freeze ist jetzt, passt bei ihr jetzt auch nicht so gut. Draw 8 extra cards in a single turn. Das könnte gut funktionieren bei ihr. Crit, das lassen wir auch drin. Evade. Das ist halt bei ihr auch nicht unbedingt so praktisch. Das ist eher mit dieser Schurkin funktioniert das, glaube ich, besser, ne? Jetzt ist halt die Frage. Nehmen wir mal was anderes. Deal Damage with Bleed. Ja, das wird natürlich auch super passen. Dann lassen wir das erstmal so. Dann spielen wir nächstes Mal nochmal mit ihr. Ich hoffe, ihr hattet soweit wieder ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.